Dann wäre es vom Vorteil, erstmal den komischen Schießer loszuwerden. Ja, das wäre besser. Muss aber gucken, wo der ist, ne? Der ist, glaube ich, ein bisschen schlawinerisch. Glaubt, der hockt da oben. Ja, der hockt irgendwo oben, aber ich glaube, da muss es mach einfach. Bist jetzt da in der Mitte wieder hochgerannt oder was? Oder wo bist jetzt hoch? Jetzt habe ich das gerade nicht gesehen. Ach so, da. Ja, da bist ja runtergekommen quasi. Muss schon, glaub, rechts weiter. Da musst du auch irgendwo den finden. Weil der schießt ja ab einer bestimmten Reichweite da vorne erst. Musst du gleich mal ein bisschen gucken, wenn du dich da irgendwo versteckt hast. Nee, doch nicht, schade. Und tschüss. Hast du auch runtergeflogen gerade, das Vieh? Ist ein bisschen nervig. Ich weiß gar nicht mehr, wer die Stelle bei mir im LP gespielt hat. Ich glaube, ich war das. Ah, da oben steckt Oder? er. Ja, du musst gucken, wo der ist da irgendwo. Hatten wir gesehen, er ist da oben. Ja, dann musst du da irgendwie hinkommen. Na, jetzt hat er wieder so einen Scheiß angefangen. Oh. Erstmal nach. Ja. Oh, gleich bist du voll, wenn er dich nochmal treffen lässt. So viele Blüten sollst du auch nicht fressen. Ja, egal, lass die Sterne mal schlecken. Besser als ein Kraut zu verballern. Sind zwar jetzt die Seelen weg, aber. Ich glaube, das waren sowieso nicht so viele, oder? Nö. Wow. Komm, es war noch ein Shiny, aber Das auf dem Dach oder was? Oder was wo da meinst du? gerade aufgeblitzt hat. Ja, bei manchen da muss man ein bisschen tricksen. Ich hatte ja gesagt, ich bin alternativ runtergegangen. Da war das Leuchtfeuer direkt auf meinem Weg. Du bist ja da in der Mitte runtergekommen. Bist ja erstmal die alternative Dark Souls. Dark Souls Partei. Die alternative Dark Souls Händlerpartei. Ne, das passt doch. Alternative für Dark Souls. Jetzt musst du Schmacki gucken. Der ist echt scheiße positioniert, der Bläser. Tropenitnerhaie. Mit dem gelben Stängel im Mund. Oh. Flup, Chris. Oh. Jetzt hat er dich einmal im Visier, jetzt kommt er sogar bis hier hinten hin mit seiner Scheiße da. Und der Schmacki ist vergiftet. Ja, dann sollte er gleich mal einen Klumpen fressen. Es ist intoxicated. Ja, das Toxin ist echt mistig, ey. Ja, dann such den mal. Ganz genau um. Sprung da oben.
Ja, man. Ja, wie gesagt, es ist ja nicht immer ein direkter Weg. Manchmal musst du auch erst irgendwo runter, um irgendwo hochzukommen und bla bla bla. Musst du mal hier ein bisschen gucken, wie du da hochkommst. Man kommt auf jeden Fall da hoch. Ich habe mir auch weggeklöppelt, weil mir um den Sack ging. Wie gesagt, der steht ja da oben irgendwo auf so einem Turm. Richtig. Musst du mal gucken. Man kommt auf jeden Fall da hoch zu ihm. Aber wo du jetzt drauf springen musst oder hoch runter klettern musst, musst du jetzt selber gucken. Ja, vielleicht kannst du ja irgendwo mit der Leiter hoch. Oh. Die kommen überall her, ey. Jetzt ein fataler Tritt. Ja, dann guck mal weiter. Vielleicht kommst du ja doch dahin. Musst du mal gucken. Was ist denn jetzt hier? Denn, um darüber zu kommen. Den Sprung. Wie, welchen Sprung? Den Sprung. Ach so. Okay, jetzt, ach so, jetzt bist du wieder hier. Auf dem normalen Steg. Ach so, da wolltest du rüber. Nee, da kommst du nicht drauf. Oh, 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 oh. Ja, da war. Jetzt bist du durchgerutscht. Ich glaube, das war ein bisschen zu hoch. Dahin springen auf das höhere Ding kommst du nicht. Musst du einen anderen Weg auf den Turm finden. Ist ja nicht so, dass du direkt da irgendwo die Leiter irgendwo einfach zu finden ist. Muss man ein bisschen gucken. Das ist halt so das Tolle an Schandstadt. Mit Easy Mining ist da nichts. Easy Mining. Hast du wohl erstmal einen Apfel. Ja. Kommt deine Lieblingsstelle hier wieder. Wo kommt er denn immer her, ey? Also wurde sowieso getroffen, ne? Ja, gute Frage. Wo kommt er eigentlich immer her? Ja, wahrscheinlich hast du dich da, wenn du um eine Kurve kommst, da nicht gut umgesehen. Vielleicht versteckt er sich irgendwo. Wurde extra da positioniert, um dich hinterrücks anzugreifen. Das ist ein mieser Köttel. Ja, siehe. Hier in Schmackstadt. Muss mal gucken, vielleicht steht hier links irgendwo einer noch. Oder er droppt halt irgendwo runter. Das ist auch meistens so. Scheiße, wie geil.
kam länger Zeit her. Ja. Bei manchen Gegnern, wo, so wie sie so positioniert haben, haben sie sich schon was bei gedacht. Für welche, die nicht aufpassen. Er ist ganz schnell der Arsch voll manchmal. Jetzt hast du ja auch nicht so viel Stress. Jetzt, wie gesagt, musst du nur gleich mal gucken, wo der Sack da oben ist, wie der da hochkommst. Dass du da hinkommst, kann ich dir versichern. Nur wie? Nur wie, ja. Kein Easy Mining hier. So, halt mal gucken. Erstmal den Nervensäge. Erstmal Fette machen. Fett. Ja, da kommst du wieder hoch bei der linken Leiter, die hoch geht. Muss halt mal gucken. Da hast du schon Leckerchen geholt. Kam doch der Typ die ganze Zeit hoch. Ja, vielleicht war der das ja schon. Vielleicht nicht, keine Ahnung. Geh am besten die Leiter runter, nicht, dass du wieder irgendwo durch die Planken segelst. Machst du den Wile E. Coyote? Ja, ganz genau überall umgucken. Ah, ich warte. Ah, ich glaube, jetzt findest du gleich noch was. Oh. Das war jetzt treten. Na, siehst du ja, hier hast du sogar noch ein Leckerchen gefunden. Ich glaube, das dürfte irgendein Schild gewesen sein. Das Falkenschild oder was, oder? Adlerschild. Adlerschild, verdammt nochmal. Das Algenschild. Das musst du Viereck drücken, damit du da lesen kannst oder so. Ganzen Käse nochmal drücken. Genau, dann kannst du da immer was zu lesen. Ja, mit dem Adler kriegst du groß. Mit deinem Adler verziert der Großschild, erleichterst du und einfachst zu einem Damen Großschild. Großschilden sehen robust und wie ein Angriff parieren ist damit unmöglich. So verwendet man ihn als Schlagwaffe. Der Schwacki mit den Dicken. Oh, das ist echt fett, ey. Ja, hast du denn geguckt, ob es 100% physisch abwehrt? Das musst du mal gucken. Ich glaube, wir haben Großschilder, glaube ich, immer. Hm? Nee, noch ein zurück muss er nochmal. Nee, 85 hat's nur, wa? Hm. Da sollst du besser ein Schild nehmen, was 100% physisch hat. Das kriegst du bei jedem Schlag an den Deckel. Hier dein Kristallschwert da, Schild. Ja, oder das, ist ja scheißegal. Ist ja scheißegal, Hauptsache ist 100% da. Nimm am besten das, was nicht zu schwer ist und trotzdem 100% hat. Was ist ein Kristallschild? Ich glaube, das Spinnschild war gut gegen Gift, oder? Müsstest du mal gucken. Und das hat sogar 100% gehabt. Aber vielleicht steht das ja da. Wenn du liest. Lack mir ein Schild um den Raum. Eine schwarze Spinne drauf. Wieder steht Gift. Ja. Da wirst du nicht so schnell vergiftet.
Also würde ich doch eher mit dem Spinnschild hier rumlaufen. Aber nicht zu viel Spinnen. Na, sonst spinnt der Schmacki noch. Wird er auch noch hollow hier. Okay, da hast du jetzt auf jeden Fall eine kleine Abzweigung zu einem Shiny gefunden. Dann sieh mal zu hier. Mal schon, dass da eine Leiter ist, oh. Ich muss droppen. Ja, wo gehst du jetzt lang? Ohohoho, die spitzen Krallen hier. Ist hier noch einer irgendwo? Mal gucken. Ja, guck dir erstmal um. Wie gesagt, guck mal. Was ist denn da oben? Der eine dicke Boy war ja den Steg runter. Ja, das sieht doch schon mal gut aus hier, wa? Gut aus hier, wa? Ja, da ist er nämlich. Jetzt lass ihn weg. Ist er von hier? Hat er die immer weggesnipert da? Jetzt lass ihn weg. Jetzt stört er dich auch nicht mehr. Oh. Dafür stört der mich gerade. Oh. Das war der wache Schlag. Ich dachte, einer von euch segelt da jetzt rein. So, jetzt Augen auf und weiter. Ah, wo gehst du denn hin? Das ist, glaube ich, interessant hier. Na komm. Scheiß Bretter! Die sind fast schon wie die Untoten im Untotenbezirk. Ja. Ah. So gute Leiter. Mhm. Ja, jetzt sieh mal zu hier. Zu. Sieh zu. Ah! Okay, gut gehabt. Scheiße. Das, wenn er dann nämlich durch den Tunnel kommt, ist nämlich der sichere Weg, das Vieh kaputt zu machen. Wenn er von außen gekommen wäre, dann hätte sich das immer weggekloppt. Also von dem Weg, den du gekommen bist, das war eigentlich der sichere Weg. Oh, eine Pyro, innere Kraft. Du hast eine Pyromantie gefunden. So hast du auch wieder ein bisschen Schlawiner. Ach, das Ding hat er also bewacht. Ja, was das für ein Vieh war, keine Ahnung. Ja, dann ab zu den Dicken. Der war ja unteren Weg. Ja. Boah, scheiß Holz hier. Ach, am Knarzen. Scheiße. Okay, das ist definitiv zu Ende da oben.